Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge von Benny und Steve. Wir spielen heute Lydiar.exe und wir schauen auch mal direkt rein. Use LMB to scan. Also linke Mausbutton. Use Mouse Scroll to change the scan radius. Okay. Use RMB for detailed scanning. Okay. Also wir sind in einem eigentlich... Alter. Sehr dunklem Raum. LOL. Also ich muss mal sagen, die Mechanik gefällt mir. Komplett schwarz. Nur, dass die rechte Maustaste nicht so oft funktioniert, wie ich gerade merke. Wie ich würde, also wie ich gerne nutzen würde. Aber wir können ja auch noch mit der linken Maustaste... Hallo, rechte Maustaste. Können wir ja auch noch ein bisschen was scannen. Ja, das ist aber krass gemacht. Mit diesen Points, das finde ich aber nice irgendwo. Gott, hier geht's nach unten. Was haben wir hier? Okay, hier ist Sackgasse. Hier auch. Hier geht's nach unten. Okay. Geht's hier weiter? Lol, hier geht's weiter. Ah, aber nicht richtig. Okay, okay, okay. Help! Wem sollen wir helfen? Was war das? Okay. Die Pixel haben sich jetzt geändert. Weil wir sind gehuntet worden? Oh, no, 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 no. Und wir können den, der uns jagt, den können wir nur entdecken mit unserem Scan? Ist jetzt die Frage, sollte man denn eventuell so viel scannen wie möglich oder so wenig wie möglich, um ihn eventuell... nicht zu finden? Drück doch mal! Wo war er denn? Oh, da war er. Okay, er ist weg. He's gone, he's gone. Okay, wir rushen durch. Oh, dieses... Drück doch mal rechts. Ey, das ist ja nicht bei der rechten Maus, dass sie sofort reagiert. Super nervig. Also ich muss sagen, diese Mechanik... Oh, das Spiel ein bisschen leiser für euch. Was ist da? Diese Mechanik, die gefällt mir. Was ist das denn? Das ist ein Tier. Das ist eine Ente. Oh, da ist noch was Rotes. Da ist ein Smiley, der ist nicht freundlich. Warum ist der nicht so freundlich? Bestimmt gemalt. Okay. Hier geht's weiter, okay. Was ist da denn? Grün? Warte mal, das ist ein separater Raum, den wir scannen jetzt nochmal kurz so durch. Ich habe Angst, dass da das Viech steht. Exit. Exit mit einem... Okay, wir müssen einen Code finden, damit wir anscheinend hier rauskommen. Durch diese wunderschöne grüne Exit-Tür. Okay. Jetzt ist die Frage, wo finden wir so einen Code? Hallo? Ist hier ein Code versteckt? Nope. Da hinten ist noch was Rotes. Was ist das? 7128. Okay, Chat, habt ihr euch gemerkt? 7128?
7128. Okay, ich kann die bedienen. Ja, was ist jetzt die 7? Also ist es jetzt so aufgebaut mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Oder ist es wie auf der Tastatur 1, 2, 3 und so in die Richtung? Also so, so, so. Hm, okay, ich probiere es mal mit, dass es die 1 ist, dann wäre das da die 7. 1, 2, 8. 7, 1, 2, 8. Okay. Oh no. Ja, geil. Wir sind einfach nur in einem nächsten Raum. Okay, wir sind vielleicht. Oh, da ist der Bösewicht. Da war der Schatten. Wir verziehen uns. Wir gehen einfach hier lang. Das ist aber auf jeden Fall kein Raum. Wir sind irgendwo draußen. Okay. Also ich gehe extra jetzt in die andere Richtung, wo jetzt nicht diese böse Figur war. Alter, diese... Ich finde die Mechanik, finde ich, irgendwo sehr interessant. Also... Das hat auf jeden Fall was. Oh, ich hätte das Spiel, glaube ich, doch eher, glaube ich, vielleicht Stevie spielen lassen sollen, weil ich glaube, Stevie hätte das auch echt gut gefallen. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, hier ist ein Tor. Hier gehen wir mal durch. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Haus. Kann ich hier durch? Nope. Okay. Okay, hier scheint es safe zu sein. Jetzt nur die Frage, ob wir hier weiterkommen. Okay, hier ist nicht safe, hier ist nicht safe. Wir gehen woanders lang. Okay, 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 okay. Also auf jeden Fall verfolgt uns irgend so ein mysteriöses irgendwas. Wir gehen jetzt einfach mal hier rechts lang. Und ich weiß nicht, was sein Begehr ist. Also warum? Möchte er uns jetzt einfach nur hier aus diesen Räumlichkeiten raushaben? Oder haben wir ihm irgendwas angetan? Möchte er uns irgendwas antun? I don't know. Ich will hier einfach nur durch und will einfach nur eigentlich raus hier. Oh, warte mal, hier ist eine Treppe. Okay. Geht's denn hin? Okay. Oder auch nicht? Kann ich hier hoch? Kann er springen? Kann ich jumpen? Nee, kann ich nicht. Wo war denn jetzt die Treppe? Weil ich glaube. Oh, okay, ich bin runtergefallen. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Wir kommen hier nicht lang. Okay. Cool, 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 cool. Hier geht's weiter raus. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt wieder hier diese Erscheinung kommt. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das? Grün? Oh lol, das soll... Das ist ein Wald. Das hier soll wahrscheinlich irgendwie Laub, Gras, keine Ahnung was darstellen. Und das sind hier Bäume oder was? Scan doch mal. Jo, das sind Bäume. Jetzt ist die Frage, müssen wir einfach nur escapen? Oder suchen wir wieder einen Code und eine Tür und... Oder müssen wir einfach nur durch den Wald und müssen dieser bösen Energie... Wo stand denn der? Dieser bösen Energie einfach nur... wegbleiben. Was ist das für ein Haus? Das sieht aus wie ein kaputtes Haus. Okay. I don't know. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, Chat. Okay, hier hinten sieht es auf jeden Fall nach... sehr frei aus.
Ich würde jetzt gucken, ob wir... Was ist das? Ob wir hier irgendwie... Oh no. Das sind Fußabdrücke. Ne, mach doch mal die rechte Maustaste, Alter. Ich hasse es, wenn Spiele so eine... Also, ich finde die Mechanik cool, aber ich hasse es, wenn... das nicht auf Anhieb immer sauber funktioniert. Ja, und wir sollen jetzt durch diese Röhre, oder was? Den Fußspuren folgen? Ich blick auch null durch. Ey, wir folgen jetzt diesen wunderbaren Fußspuren. Ich weiß nur nicht, wohin. Weil hier hört's auf und hier macht die ganze Map nicht mehr weiter. Vielleicht sollten... Also, sollen wir jetzt da rein oder nicht? Thanks for playing. Okay. Ich hab zwar keinen Schimmer, was die Geschichte war. Oh, wir haben das Spiel durchgespielt. Okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst gerne einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, bye-bye.